Jetzt geht es weiter mit dem Top 18, Pestizide reduzieren. Es ist ein Antrag der Grünen, die unter anderem fordern, endlich ein Pestizidreduktionsprogramm auf den Weg zu bringen. Die Fraktion fordert in ihrem Antrag auch eine grundlegende Reform des Zulassungsverfahrens von Pestizidwirkstoffen auf EU-Ebene. Und der erste Redner, der das Ganze einbringen wird, ist der Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen, Anton Hofreiter. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Glyphosat ist das häufigste in Deutschland verwendete Ackergift. Allein 5 Millionen Liter des reinen Wirkstoffes werden Jahr für Jahr auf unsere Felder und Äcker ausgebracht. Die WHO hat in ihrer jüngsten Untersuchung Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Das ist die zweithöchste Einstufung, die die WHO überhaupt kennt, die Weltgesundheitsorganisation. Und wenn man weiß, wie vorsichtig, wie konservativ, wie zurückhaltend die WHO agiert bei diesen Einstufungen, dann heißt das, Glyphosat ist nach menschlichen Ermessen in Wirklichkeit krebserregend. Und Glyphosat findet sich inzwischen in den Körpern vieler Menschen, nicht nur Menschen, die in der Nähe von Äckern wohnen, sondern auch Menschen, die in den Innenstädten von München oder Berlin wohnen. Woran liegt das? Das liegt schlichtweg daran, dass Glyphosat entsprechend über die Lebensmittel, vom Acker auf die Lebensmittel in unsere Körper kommt. Und es ist endlich an der Zeit, dass die Große Koalition, dass ihr zuständiger Minister diese wissenschaftlichen Erkenntnisse aufhört zu ignorieren. Handeln Sie endlich, denn es ist überfällig. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist sogar noch schlimmer. Denn was hat die Bundesregierung nach dieser Erkenntnis getan? Sie hat das Gegenteil getan von dem, was notwendig ist. Sie hat in Brüssel mit ihrer ganzen Lobbykraft darauf hingewirkt, dass ein Glyphosat noch mal um 10 Jahre verlängert wird, dass die Zulassung für Glyphosat um volle 10 Jahre verlängert wird. Und das ist mehr als skandalös nach diesen Erkenntnissen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man sich in Brüssel umhört, dann beschleicht einen der Verdacht, dass das überhaupt nichts mit wissenschaftlicher Erkenntnis zu tun hat. Auch diesmal gar nicht allein mit der reinen Lobbykraft der Agroindustrie oder der deutschen Bundesregierung, sondern dass das schon ein peinlicher Vorgriff auf die TTIP-Verhandlungen ist, denn in den USA wird Glyphosat noch umfangreicher verwendet als in Deutschland, denn Glyphosat wird bei uns zum Glück nur entsprechend, bevor die Nutzpflanzen keimen, eingesetzt, denn es ist ein Totalherbizid und wird nach der Ernte eingesetzt. Aber in den USA gibt es entsprechende herbizidresistente Pflanzen, gentechnisch verändert, und dort wird in anderen Ländern wie Brasilien und Argentinien im großen Umfang Gentechnik, glyphosatresistente Pflanzen, die durch Gentechnik so hergestellt worden sind, eingesetzt. Und deshalb ist der Verdacht auf der Hand liegend, dass Sie sich bereits im Vorfeld der Verhandlungen wissenschaftliche Erkenntnisse ignorieren und entsprechend dem Diktat hier unterwerfen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Bittere ist, dass trotz der problematischen Auswirkungen auf Natur und Gesundheit der Pestizidverbrauch in Deutschland steigt. Wir sind inzwischen bei über 100.000 Tonnen pro Jahr Pestizideinsatz. Das sind umgerechnet pro Tag 270 Tonnen pro Tag, die Tag für Tag auf unsere Felder und Äcker gespritzt werden. Und diese Gifte sind nicht nur krebserregend, sie sind hormonschädigend, und da sie interagieren und entsprechend ihre Effekte addieren und multiplizieren, sind viele der gesundheitsschädlichen Effekte schwer abzuschätzen und noch nicht erforscht. Deshalb sorgen Sie endlich nach dem Vorsorgeprinzip dafür, dass diese Gesundheitsschäden ausbleiben, dass diese Schweinereien abgestellt werden. Applaus
Und nehmen wir ein Beispiel. Äpfel, ein eigentlich hervorragendes, gesundes Obst, das bei uns einheimisch ist. Äpfel werden bei uns bis zu 24 Mal gespritzt, mit 17 unterschiedlichen Spritzmitteln. Deshalb ist es überhaupt nicht erstaunlich und überhaupt nicht überraschend, dass konventionelles Obst zum 350 Mal höher belastet ist als Bio-Obst. Und was unternehmen Sie? Was machen Sie, um die Verbraucher zu schützen? Jetzt kann man natürlich sagen, der Verbraucher kann Bio kaufen. Ja, der Verbraucher kann Bio kaufen. Und das ist auch das, was man ihm insbesondere bei Obst nur raten kann. Aber Sie tun ja auch nichts dafür, dass der Bioanbau zunimmt. Und den Verbraucher bei konventionellen Lebensmitteln, bei konventionellen Obst lassen Sie alleine. Das ist das Gegenteil von verantwortungsvollem Verbraucherschutz. Und das Bittere ist, Sie ignorieren ja nicht nur die Erkenntnisse der WHO, Sie ignorieren auch die Erkenntnisse des Bundesamts für Naturschutz. In Deutschland sind inzwischen jede dritte Tierart, jede dritte Pflanzenart vom Aussterben bedroht. Damit zerstören Sie unsere natürliche Vielfalt oder, wenn Sie es gern christlich haben, Sie zerstören damit die Schöpfung. Und das ist etwas, was Ihnen als CDU/CSU doch mal etwas bedeuten sollte. Jede dritte hier bei uns lebende, natürlich vorkommende Art ist vom Aussterben bedroht. Und Pestizide tragen dazu einen erheblichen Teil dazu bei. Und Sie sind zu feig oder zu ignorant, um daran etwas zu ändern. Und wissen Sie, in gewisser Hinsicht ist ja aus Ihrer Sicht und aus Ihrer Sicht nachvollziehbar, dass Sie sich nicht dran trauen. Allein BASF und Bayer machen 13 Milliarden Euro Umsatz mit Pestiziden. Da müsste man sich natürlich mal den Mut haben, mit dieser Agroindustrie auseinanderzusetzen, mit denen in Streit zu gehen und zu sagen, wir haben ja die Erwartung, dass ihr innovative Produkte herstellt, aber keine Produkte, die die Gesundheit der Menschen bei uns gefährden und keine Produkte, die die natürliche Artenvielfalt gefährden. Deshalb trauen Sie sich endlich mal ran, trauen Sie sich mal an Regelungen ran. Sie sind doch angeblich so groß, Sie haben doch angeblich hier 80%. Also trauen Sie sich mal irgendwann was. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, eine andere Landwirtschaftspolitik wäre möglich. Das beweisen die grünen Landwirtschaftsminister in den Bundesländern Tag für Tag. Aber was natürlich bräuchte, wäre eine Unterstützung für diese Agrarwende von Seiten der Bundesebene. Aber da kommt eben keinerlei Unterstützung. Und da könnte man sagen, ja, Sie stellen sich ja gern da als Lobbyisten der Landwirte. Man könnte sagen, ja, wenn wenigstens die Landwirte davon profitieren. Aber was zeigen uns denn die Zahlen? Auch die Landwirte, das Bauernsterben ist ein ganz erhebliches. Die Anzahl der Höfe nimmt ganz massiv ab. Deshalb noch nicht einmal den Landwirten nützt Ihre Politik. Deshalb hören Sie endlich auf, damit die Augen davor zuzudrücken, dass der Pestizideinsatz zunimmt, dass die Arten aussterben und dass die Landwirte Jahr für Jahr weniger werden. Steuern Sie endlich um, sorgen Sie endlich für eine funktionierende Agrarwende, sorgen Sie endlich für grüne Landwirtschaftspolitik zugunsten der Verbraucher, zugunsten der Landwirte und zugunsten unserer Natur. Vielen Dank. Sagt Anton Hofreiter. Eine von der Fraktion in Auftrag gegebene Untersuchung ergab, dass die Pestizidbelastung konventioneller Produkte im Einzelfall bis zu 3000 Mal höher ist als bei Bioprodukten. Nächster Redner jetzt hier für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion Hermann Färber. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich teile die Ansicht meines Vorredners definitiv nicht. Und sehr geehrter Herr Hofreiter, ich kam mir aus dem Staunen nicht mehr heraus, als ich Ihnen zugehört habe. Ihnen ist schon bekannt in Sachen Verbraucherschutz, dass zu Zeiten Ihrer Regierungsverantwortung auf Bundesebene Ihre Fachministerin die Genehmigung für Importlebensmittel unterzeichnet hat mit 300-fach höheren Rückständen von Pestizidrückständen, als das in Deutschland zulässig ist. Ich wollte Ihnen das nur sagen, vielleicht haben Sie das ja aus den Augen verloren, aber mehr möchte ich jetzt auf Ihre Rede nicht eingehen. Was Sie gesagt haben, das spricht für sich. Und Sie haben natürlich das Recht, sich hier genauso zu äußern wie ich auch. Meine Damen und Herren, der Antrag der Grünen macht auf jeden Fall eines ganz deutlich.
Chemische Pflanzenschutzmittel sind heute so gut und so erfolgreich, dass sich niemand mehr vorstellen kann, wie das Leben war, als es diese Mittel noch nicht gegeben hat. So ein Antrag wäre völlig undenkbar, wenn heute noch die Erinnerung lebendig wäre, wie früher ganze Landstriche dem Hunger ausgeliefert waren, nur weil ein Pilz oder ein anderer Pflanzenschädling die komplette Nahrungsgrundlage zerstört hat, oder wie es in früheren Zeiten in Irland mit der Kartoffelfäule geschehen ist. Fakt ist, die heutige Sicherheit und Qualität unserer Nahrungsmittelversorgung, die uns so selbstverständlich erscheint, ist ohne chemische Pflanzenschutzmittel definitiv nicht zu erreichen. Das muss an dieser Stelle einfach gesagt werden. Es gibt auch heute Schädlinge, die letztendlich nur mit chemischen Mitteln bekämpft werden können. Ein Beispiel dafür ist die Kirschessigfliege, die im letzten Jahr zu massiven Schäden im Obst- und Weinbau geführt hat. Zur Bekämpfung dieses Schädlings schreibt der BUND Südlicher Oberrhein auf seiner Webseite: Biologische Schädlingsbekämpfungsmittel werden erforscht, sie sind aber längst noch nicht praxisreif. Es gibt hier, wie in vielen anderen Fällen, eben keine wirksame Alternative zu chemischen Pflanzenschutzmitteln. Ich stelle aber positiv fest, in dem Antrag der Grünen kommt zumindest der Begriff Forschung noch vor. Noch besser wäre es allerdings gewesen, wenn Sie die zahlreichen Bemühungen dieser Bundesregierung dazu zur Kenntnis genommen hätten. Ich erwähne hier nur einmal die Förderung von Demonstrationsbetrieben für den integrierten Pflanzenschutz, die Resistenzforschung und die Forschung an vorbeugenden und nicht chemischen Pflanzenschutzmaßnahmen. Dafür haben wir auch die notwendigen Mittel im Bundeshaushalt eingestellt. Wir wollen den Landwirten Lösungen anbieten, die auch wirklich praxistauglich sind. Ich glaube, ich bin überzeugt davon sogar, das ist der bessere Weg zu noch gesünderen und noch umweltverträglichen Pflanzenschutz als pauschale Verunglimpfung. Im Antrag der Grünen ist es ja auch so dargestellt, als sei ein Verzicht auf diese Mittel in jedem Fall und ohne jede Ausnahme besser und gesünder als die Anwendung. Und genau das ist eben falsch. Was vielen Verbrauchern nicht bewusst ist, jedes pflanzliche Lebensmittel enthält auch natürliche Pestizide, die von den Pflanzen selbst hergestellt sind. Der amerikanische Biochemiker Bruce Ames hat in seinen Untersuchungen zu dem Ergebnis gekommen, dass 99,99% deren Lebensmittel enthaltenen schädlichen Stoffe solch einen natürlichen Ursprung haben und nur 0,01% kommen aus künstlichen Quellen. Und erst kürzlich hat das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in 56% aller untersuchten Honigproben Alkaloide gefunden, die für den Menschen giftig sind. Ihnen von den Grünen war das aber keine Warnung wert. Ich gehe davon aus, der Grund dafür ist, dass diese Quelle, die Quelle dieser Alkaloide, eben kein Industrieunternehmen ist, das man an den Pranger stellen kann. Man kann es ja nicht mal dem Freihandelsabkommen irgendwie zuordnen, sondern es sind in der Natur wachsende Pflanzen, wie etwa das Jakobskreuzkraut. Und dadurch wird ganz klar, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel kann die Gesundheitsgefahren erhöhen. Beispielsweise ist Getreide oft von Pilzerregern befallen, die ihrerseits dann wieder Mykotoxine ausscheiden. Diese Mykotoxine sind gesundheitlich sehr bedenklich. Ohne den Einsatz von beispielsweise Fungiziden würde diesen pflanzlichen Parasiten und damit auch der Bildung ihrer giftigen Stoffe nicht Einhalt geboten werden können. Für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln gibt es also sehr gute Gründe. Vor- und Nachteile müssen natürlich in jedem Einzelfall sorgsam abgewogen werden. Das ist die korrekte Anwendung des Versorgerprinzips, des Vorsorgeprinzips. Aber genau diese Abwägung findet offensichtlich bei den Grünen schlichtweg nicht mehr statt. Und das ist ebenso unwissenschaftlich wie unrealistisch wie auch unverantwortlich. Selbstverständlich müssen Pflanzenschutzmittel ausreichend reguliert werden. Aber das werden sie auch heute schon.
Wir haben in Deutschland und wir haben in Europa eines der strengsten Regulierungssysteme dieser Welt. Es beruht auf mehreren Säulen, nämlich ein wissenschaftlich basiertes Zulassungssystem für einzelne Wirkstoffe und Mittel, den Sachkundenachweis für die Landwirte, die die Mittel anwenden, und die Kontrollen über die sachgerechte Anwendung. In Deutschland gibt es genaue Anwendungsbestimmungen, wie viel von einem Mittel, in welchem Zeitraum, mit welcher Ausbringungstechnik, mit wie viel Abstand zum Feldrand und Gewässern es ausgebracht werden darf. Diese hohen Standards sind uns von der Union auch sehr wichtig. Ebenso wichtig ist uns aber eine wissenschaftlich basierte Aussage im Zulassungsprozess. Und da will ich jetzt einfach, wenn Sie es auch verwundert, ausdrücklich die Frau Renate Künast loben. Frau Künast ist jetzt heute, ich sehe sie nicht, sie ist leider nicht da. Wir haben sicherlich inhaltlich eine Reihe von Differenzen, aber die Gründung des Bundesinstituts für Risikobewertung, das war eine völlig richtige und eine sehr gute Entscheidung von Frau Künast. Das BfR ist heute international hoch anerkannt für seine Bewertungspraxis, für seine fachliche Arbeit, und dafür bedanke ich mich auch bei den Mitarbeitern bei dieses Instituts. Es ist aber völlig inakzeptabel, wenn diese Mitarbeiter massiv unter den Druck politischer Kampagnen gestellt werden. Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln sind in Europa klar und streng geregelt. Jeder Hersteller, der ein Mittel auf den Markt bringen will, benötigt zuerst eine Zulassung des Wirkstoffs auf europäischer Ebene, die dann nach 10 Jahren automatisch ausläuft und wiederum neu beantragt werden muss. Der Hersteller muss die Unschädlichkeit des Produkts für Umwelt und Gesundheit nachweisen. Dazu müssen die Hersteller von staatlichen Bewertungsbehörden aufwendige Studien vorlegen. Es gibt die international festgelegten Standards guter Laborpraxis. Dadurch ist auch sichergestellt, dass diese Studien zu korrekten und zu nachprüfbaren Ergebnissen führen. Diese Studien werden dann von den staatlichen Bewertungsbehörden überprüft, und dieser Prozess läuft jetzt gerade bei Glyphosat. Da bei dieser Zulassung auf europäischer Ebene aber eben nur der reine Wirkstoff überprüft wird und zugelassen wird, ist es völlig richtig, dass das Bundesinstitut für Risikobewertung als Berichterstatter für die Europäische Union eben nur solche Studien verwenden kann, die sich dann auch ausschließlich mit diesem Wirkstoff befassen und nicht mit kompletten Mischungen oder Beistoffen. Denn diese kompletten Mischungen, die kompletten Mittel mit allen Zusatzstoffen, mit allen Beistoffen, die werden anschließend in einem zweiten Schritt auf nationaler Ebene geprüft und zugelassen. Wer dieses Verfahren des BfR kritisiert, der hat es entweder schlicht und ergreifend den Prozess der Zulassung nicht verstanden oder naheliegender, er will ihn einfach auch nicht verstehen. Wir halten auf jeden Fall an verlässlichen wissenschaftlichen Standards fest. Sie sind die Basis sowohl für die konkrete Zulassungsverfahren, für die korrekte Verbraucherinformation. Und wir von der Union wollen darüber hinaus auch wissenschaftsbasierte und rechtssichere Zulassungsverfahren. Die Zulassung eines Pflanzenschutzmittels muss auch in Zukunft allein von der wissenschaftlich nachgewiesenen Unschädlichkeit für Umwelt, Anwender und Verbraucher abhängen. Nur wenn auch für die Hersteller diese Rechtssicherheit besteht, werden Sie weiter in Forschung und Entwicklung investieren, um noch zielgenauere, noch umweltverträglichere Produkte zu entwickeln. Und das liegt im Interesse von uns allen. Pflanzenschutz ist unverzichtbar für die Ernährung von 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Wir von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion arbeiten weiter an konkreten Lösungen für konkrete Probleme. Aber ich bitte Sie auch um Verständnis, dass wir uns nicht an Stimmungsmache und Kampagnen beteiligen. Herzlichen Dank.
Die Kollegin Karin Binder. Hermann Färber war das für die CDU-CSU. Nächste Rednerin jetzt Karin Binder von der Linken, sie Sprecherin für Ernährungspolitik ihrer Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Obst und Gemüse sind wichtige Bestandteile einer gesunden und ausgewogenen Ernährung. Umso schlimmer, dass immer mehr Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in unseren wichtigsten Lebensmitteln festgestellt werden. Deshalb ist es gut, dass wir heute mit dem Antrag der Grünen die Möglichkeit haben, auch die ernstzunehmenden Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt zu behandeln. Nach Angaben des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist die Beanstandungsquote bei Grenzwertüberschreitungen mit 1,4% der untersuchten Proben äußerst gering. Doch bei genauem Hinsehen entpuppt sich diese Angabe als höchst bedenkliche Verbrauchertäuschung. Tatsache ist, die Beanstandungen sind so niedrig, nicht weil die Schadstoffbelastung reduziert wurde, sondern weil die Grenzwerte vieler Pestizide in den vergangenen Jahren immer wieder angehoben wurden. Auf Wunsch des Herstellers Monsanto wurde zum Beispiel der Grenzwert für das vermutlich krebserregende Glyphosat im Jahr 2011 von 0,1 auf 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht eines erwachsenen Menschen erhöht. Also um das Hundertfache. Da brauche ich mich nicht wundern, dass nichts mehr über die Grenzwerte festgestellt wird. Die Verbraucher nehmen also, während die Beanstandungen mangels regelmäßiger Kontrollen sinken, unwissentlich und unbewusst immer mehr Gifte auf. Das ist ein Skandal. Bestimmte Pestizide können das Gehirn schädigen, Parkinson oder Alzheimer fördern, die Fortpflanzung beeinträchtigen oder Krebs auslösen. Besonders Kinder und schwangere Frauen werden durch diese Gifte gefährdet. Und dagegen müssen wir was tun. Auch Kollege Hofreiter hat darauf hingewiesen. Allein Äpfel werden mit bis zu 17 unterschiedlichen Substanzen behandelt, bevor sie in unserem Einkaufskorb landen. Diese Chemie-Cocktails und ihre Auswirkungen werden bisher jedoch kaum untersucht. Über viele Jahre nehmen wir täglich Substanzen auf, zwar in geringen Mengen, aber dafür viele unterschiedliche Substanzen. Wir essen jeden Tag Gift. Auch die Umwelt leidet. Viele Kleinstlebewesen sterben durch diese Art von Pflanzenschutz. Sie verschwinden einfach. Das heißt, ein Teil der Nahrungskette ist weg. Bienen, die eigentlich Obstbäume bestäuben sollten, werden durch Pestizide vergiftet oder geschwächt. Sie verlieren die Orientierung, fallen der Varroamilbe zum Opfer und im Honig tauchen Rückstände auf. Wir haben aber noch ein anderes Problem. Der Großteil der Rückstandsuntersuchungen wird von den Herstellern selbst vorgenommen. Das ist in etwa so, als dürfe der Autobesitzer die TÜV-Prüfung selbst machen. Alles auf Vertrauensbasis. Aber Spaß beiseite. Erzeuger stehen täglich im Konflikt zwischen ihrem Ertrag und Verbraucherschutz. Die Händler nehmen nur noch 1A-Ware ab. Da handelt es sich im Übrigen um rein optische Angelegenheit. Angeblich, weil die Verbraucher es so wollen. Ehrlich gesagt, ich glaube das nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Ich frage mich, wie sollen die schädlichen Wirkstoffe im Obst und Gemüse untersucht werden? Amtliche Überwachungsbehörden jedenfalls sind seit Jahren chronisch unterfinanziert. Schlecht ausgestattet, zu wenig Personal, unangemeldete Kontrollen finden heute kaum noch statt. Was dabei herauskommen kann, haben uns die Lebensmittelskandale der vergangenen Jahre gezeigt. Gammelfleisch, Ehec, Dioxin oder zuletzt der Bayern-Eis-Skandal. Mehr als 40.000 Tonnen Pestizide werden jährlich auf den Feldern in Deutschland versprüht. Äpfel bis zu 20 Mal oder mehr als 20 Mal bis zur Ernte gespritzt. Wenn Labore heute einen Ablaufpestizidrückstände untersuchen wollen, müssten sie bis zu 500 chemische Wirkstoffe berücksichtigen. Das ist teuer. Es gibt nur eine Lösung. Der Einsatz dieser
Pestizide, dieser sogenannten Pflanzenschutzmittel, muss drastisch reduziert werden. Wir müssen Anbaumethoden entwickeln, die letztendlich ohne den Chemiecocktail auskommen. Das hat vielleicht seinen Preis, aber nützt und schützt Umwelt und Gesundheit und schafft vermutlich auch neue Arbeitsplätze. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Grete Hagel-Kehl ist die nächste Rednerin für die SPD-Fraktion. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kollegen aus Bündnis 90 Die Grünen haben einen Titel für diesen Antrag gewählt, zu dem man schwer Nein sagen kann. Ich bin mir sicher, dass wir uns alle in unserer politischen Arbeit dafür einsetzen, Mensch und Umwelt zu schützen. Wie man das tut und ob die Herangehensweise dieses Antrags die richtige ist, ist eine andere Frage. Zunächst möchte ich auf die Schwerpunkte der sozialdemokratischen Agrarpolitik eingehen, wie ich es schon mehrmals im Plenum und im Ausschuss deutlich gemacht habe. Für uns steht der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher an erster Stelle. Wir wollen eine nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft, die auch ressourcenschonend ist. Die Beachtung der Gesundheit von Menschen und Tieren sowie die Folgen für die Umwelt sind für uns ein wichtiger Punkt. Trotzdem wollen wir die Produktion von gesunden, qualitativen und wettbewerbsfähigen Lebensmitteln. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, nachhaltiger Schutz der Gesundheit und die Fruchtbarkeit unserer Böden sind ein ausschlaggebender Grund, damit wir uns auch mit diesem Thema sehr eingehend beschäftigt haben. Jetzt von der Theorie zur Wirklichkeit. Momentan haben wir in Deutschland die Situation, dass wir überschrittene Höchststandsgehalte in Gewässern und Lebensmitteln sowie Schäden an Bienen und Wirbeltieren trotz rechtlicher Vorgaben und hoffentlich artgerechter Anwendung von Pflanzenschutzmitteln haben. Der intensive Einsatz von Pestiziden beeinflusst immer noch in anhaltende Abnahme der biologischen Vielfalt. Auf diesen Punkt wird mein Kollege Carsten Träger dann noch genauer eingehen. Deswegen wissen wir, dass die Reduktion dringend nötig ist, aber nicht ein allgemeiner Verzicht auf Pflanzenschutzmitteln. Warum? Ziel eines Pflanzenschutzmittels, wie der Name schon so schön sagt, wäre der Schutz eines pflanzlichen Produkts vor Verfall durch andere Risiken, durch Gefahren, die durch andere Organismen auf sie einwirken. Wenn die Anwendung richtig ist, dann haben wir hier einen Schutz von Gesundheit für Menschen und Tiere und für den Naturhaushalt. Das Problem ist oft die Anwendung natürlich. Welche Folgen hätte aber ein Verzicht von Pflanzenschutzmitteln grundsätzlich? Da muss ich ausnahmsweise dem Kollegen Färber auch recht geben. Wir würden damit, Sie kennen mich, dass ich das selten mache, wir würden damit fördern, dass noch viel mehr Produkte aus dem Ausland zu uns kommen würden. Und nicht erst durch TTIP, wie Herr Hofreiter dies vorhin meinte, sondern wir haben ja jetzt schon sehr viel Import von Lebensmitteln und insbesondere auch von Futtermitteln. Und wenn man bedenkt, wie viel gerade in Südamerika, jetzt nicht mal nur USA, sondern in Südamerika eingesetzt wird, um genmanipulierte Pflanzen zu schützen, weil da kann man eben die Anwendung, wie es vorher auch erklärt wurde, vornehmen, wenn die Pflanze steht. Bei uns geht das nicht. Bei uns sind die Pflanzen tot, wenn man sie mit Glyphosat zum Beispiel besprüht. Dort geht es bei den genmanipulierten Pflanzen. Und wenn man da eben diese Anwendung vornimmt, dann ist das erstens schon mal in einer viel größeren Menge die Anwendung. Das heißt, wir haben viel mehr Schadstoffbelastung. Zweiter Punkt. Es ist natürlich auch im Lebensmittel viel in höherer Konzentration drin, wenn es eben auf die Pflanze direkt angewandt wird. Und wir hatten vor kurzem einen argentinischen Arzt hier, da waren auch einige Kollegen anwesend,
bei dem Gespräch mit diesem Arzt. Und der hat dargestellt, wie extrem eben gerade in Argentinien zum Beispiel das Soja besprüht wird mit Glyphosat. Und das ist nicht eine Anwendung wie bei uns, dass der Landwirt drüber fährt und spritzt eben auf die Fläche, die eben leer ist, sondern da wird mit Flugzeugen zum Teil drüber geflogen, egal ob da ein Dorf dazwischen ist oder nicht. Das heißt, wenn wir aus diesen Ländern Lebensmittel importieren, dann verlagern wir auch die Gesundheitsgefahren noch zu einem großen Teil in Länder, wo eben die Menschen zum Teil auch sehr viel ärmer sind als wir. Das heißt, wir bringen denen noch viel mehr Krebsgefahren ins Land damit. Jetzt brauchen wir aber natürlich Schritte, damit wir die vorher genannten Probleme trotzdem lösen können. Der konsequente Umsatz und die Weiterentwicklung des Aktionsplans zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln muss noch gesteigert und muss noch vorangetrieben werden, weil wir hier momentan leider einen Stillstand erleben. Wir brauchen einen verantwortungsbewussten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln der Landwirte, und hier muss Qualität vor Quantität stehen. Das fördert dann auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. Die Ausrichtung der Wissenschaft und die Beratung auf nachhaltige Landwirtschaft ist uns ein wichtiges Anliegen, und wir hoffen, dass wir mit unserem Koalitionspartner gerade für diesen Punkt im Haushalt 2017 mehr Fördermittel bekommen. Wir brauchen die Beschränkung des überflüssigen Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln. Wenn Glyphosat zum Beispiel zur Sikkation verwendet wird, es ist nur mehr in Ausnahmen möglich, aber es ist möglich, dann habe ich genau dieses Mittel auf dem Getreide, weil das dann eben in den Organismus des Menschen wieder übergeht. Wir brauchen die Stärkung der gezielten Forschung und sicherer Alternativen. Und was mir ein besonderes Anliegen ist, die Ausweitung der ökologisch bewirtschafteten Anbauflächen in Deutschland, für die eben ein Anwendungsverbot gilt. Glyphosat ist schon genannt worden. Es ist leider nicht so einfach. Wir können es in Deutschland nicht verbieten, wenn es in der EU erlaubt ist. Was wir können, und damit habe ich mich eingehend beschäftigt in den letzten Wochen, ist, dass wir es zum Beispiel für Haus- und Kleingärten und im kommunalen Bereich verbieten. Und zwar gibt es eben trotz der Zulassung auf EU-Ebene nach Artikel 31 Absatz 1 der Pflanzenschutzmittelverordnung die Möglichkeit, dass auf nationaler Ebene festgelegt wird, wenn Pflanzenschutzmittel eben im nicht landwirtschaftlichen Bereich eingesetzt werden. Und wir wissen selber alle, dass es eben der Haus- und Kleingärtner nicht immer verantwortungsvoll einsetzt. Auch eine Beschränkung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln in der Nähe des Orten, wo eben Kinder sich aufhalten, wo sie spielen, da wollen wir sie auf gar keinen Fall. Und hier gibt uns zwar nicht das Pflanzenschutzmittelverordnung, aber die Rahmenrichtlinie die Möglichkeit, dass wir hier ein Verbot oder Minimierung angehen, eben genau zu diesen Orten, die sind auch genannt in dieser Rahmenrichtlinie, nämlich öffentliche Parks und Gärten, Sport, Freizeitstätten, Schulgelände und Kinderspielplätze. Für uns steht die Pflanzenschutzmittelreduktion als ein wichtiges Anliegen im Mittelpunkt. Leider geht der Antrag der Grünen in diesem Punkt etwas zu weit für meine Fraktion, weshalb wir ihm leider nicht zustimmen können. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat die Ingrid Pahlmann von der CDU-CSU, Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, hat jetzt das Wort in der Debatte, um Pestizide zu reduzieren. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, und ich spreche Sie jetzt mal ganz besonders an, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen-Fraktion. Die Wortwahl in Ihrem Antrag ist bezeichnend. Sie sprechen nur von Pestiziden und Giften. Also wieder das Teufelszeug, das die Landwirte auf den Äcker bringen und damit alles töten, was ihnen in die Quere kommt. Pflanzenschutzmittel sind aber nicht nur Pestizide und Gifte. Pflanzenschutzmittel schützen Pflanzen. Schützen Sie vor Pilzbefällen, saugenden und beißenden Insekten und vor dem Überwuchern mit Beikräutern. Und Pflanzenschutz hat natürlich auch einen bedeutenden gesellschaftlichen Nutzen. Er sichert und erhöht die Erträge unserer Äcker, und ohne Pflanzenschutz gäbe es immense Ernteverluste.
Durch höhere Erträge können übrigens knappe Ressourcen, und Sie müssen zur Kenntnis nehmen, Ackerboden ist eine knappe Ressource, geschont werden. Wir alle wissen, unsere Anbauflächen sind begrenzt und die bestehenden auch noch zunehmend gefährdet. Wir haben immer noch einen täglichen Flächenverlust von über 70 Hektar. Diese begrenzten Flächen müssen aber eine immer stärkere wachsende Weltbevölkerung ernähren. Das wird bei aller Idylle der heilen Heidi-Welt leider nicht möglich sein. Brandenburg zum Beispiel schafft es ja nicht einmal, Berlin mit Lebensmitteln zu versorgen. Die Höhe und die Stabilität der Flächenerträge hängen untrennbar mit einem funktionierenden Pflanzenschutz zusammen. Ohne einen flächendeckenden Pflanzenschutz stünden rund ein Drittel weniger nutzbare Erträge zur Verfügung. Die Union will gute, sichere und bezahlbare Lebensmittel. Wir haben in Deutschland die besten und sichersten Lebensmittel. Amtlich statistisch bewiesen die geringsten Rückstände in unseren Nahrungsmitteln von Pflanzenschutz. Und das Ganze auf einem für den Verbraucher niedrigen Preisniveau. Wir wollen eine nachhaltige Ertragssicherung und den Schutz der biologischen Vielfalt. Und diese Ziele darf man nicht gegeneinander ausspielen. Und unsere Landwirte, das sage ich Ihnen, haben das Know-how, das auch zu erreichen. Die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland unterliegt strengen Kriterien. Sie ist darüber hinaus mit präzisen Anwendungsbestimmungen verbunden. Diese dienen auch dazu, Grenzwerte für Rückstände in Gewässern und Lebensmittel einzuhalten. Diese Grenzwerte, hören Sie zu, werden regelmäßig kritisch überprüft und auch kontinuierlich angepasst. Dass in Wasserproben doch ab und zu einmal Rückstände oberhalb oder an den Grenzwerten gefunden werden, hat verschiedene Gründe. Es liegt zum Teil auch mal an Nichteinhaltung der Anwendungsvorschriften. Und da sind wir bei Ihnen. Das muss aufgedeckt werden und natürlich auch geahndet werden. Zum Teil werden aber auch Rückstände alter, nicht mehr zugelassener Wirkstoffe gefunden. Und das lässt darauf schließen, dass die Mittel der neuen Generation eben besser Abbau sind und Forschung hier bessere Lösungen entwickelt hat. Auch auf europäischer Ebene gelten für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln bereits heute außerordentlich strenge Anforderungen. Für Anwender gilt das Prinzip, ein zugelassenes Mittel nur so viel und so häufig aufzubringen, wie unbedingt nötig. Der Anspruch des integrierten Pflanzenschutzes als Leitbild ist es, zunächst die zur Verfügung stehenden pflanzenbaulichen Möglichkeiten der Vorbeugung und der Reduzierung eines Befallsrisikos auszuschöpfen und erst bei einem nicht mehr tolerierbaren Befall eine Behandlung mit Pflanzenschutzmitteln durchzuführen. Zur guten fachlichen Praxis gehört darüber hinaus eine intensive, regelmäßige Fortbildung im Bereich des Pflanzenschutzes. Pflanzenschutz hat aber auch noch einen anderen Aspekt, einen weiteren. Der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirte im internationalen Vergleich. In der letzten Ausschusssitzung haben Sie, liebe Kollegen, den Einkommenseinbruch bei den Landwirten beklagt. Wir haben einen Rückgang des landwirtschaftlichen Realeinkommens pro Arbeitskraft um 37%, Rückgang der Anzahl der Milchvieh- und schweinehaltenden Betriebe um 4,2%. Wenn Ihre Antwort nun die ist, auch das Einkommen der Ackerbauern auf dieses Niveau herabzusenken, ja, dann muss man Ihrem Antrag zustimmen, aber auch nur dann. Ein ständiges Hochschrauben der Anforderungen an die Bauern oder der Entzug wichtiger Produktionsbestandteile führt erst einmal zu einem weiteren höheren Kosten und zu weiteren Einbrüchen im Gewinn und damit zu einem verstärkten Strukturwandel. Klar gesagt, zu einem weiteren Höfesterben. Wir müssen noch einmal anerkennen, dass die deutsche Landwirtschaft Lebensmittel auf allerhöchstem Niveau erzeugt und das zum Teil unter deutlich schwierigeren Produktionsbedingungen wie die Konkurrenten des europäischen und weltweiten Märkten. Die Nachfrage gerade nach hochwertigen deutschen Agrarprodukten ist weltweit hoch. Wir sind ein Exportland, und das nicht nur im industriellen Bereich. Der Export im Agrarbereich wächst. Deutsches Getreide ist gefragt, besonders auch jetzt neuerdings in Bereichen Asiens, die eine hohe Nachfrage nach unseren ausgezeichneten Agrarprodukten haben. Sie müssen noch einmal zur Kenntnis nehmen, dass die Weltbevölkerung steigt und eben Hunger hat. Da tragen wir als wohlhabendes und fruchtbares Land auch Verantwortung. Das Absenken deutscher Erträge, das die unmittelbare Folge eines weitgehenden Verzichts des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln wäre, wäre fatal und führt in die völlig falsche Richtung. Wir wollen keine gesellschaftliche Spaltung in gute und schlechte Landwirtschaft.
Konventionelle Landwirtschaft per se zu verurteilen, ist nicht der richtige Weg. Konventionell arbeitende Betriebe legen im Rahmen des Greenings Blühstreifen, Lärchenfelder an. Sie arbeiten intensiv mit Fruchtfolge, mit Zwischenfruchtanbau und alles zum Schutz der Böden. Unsere Landwirte haben eine exzellente Ausbildung genossen und sie gehen verantwortlich mit den Produktionsgütern Boden und Wasser um. Fachwissen, Sachkundenachweis im Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, Spritztechnik, gepaart mit Hightech der Gerätschaften, satellitengesteuerte Ausbringungsmethoden sorgen dafür, dass sorg- und sparsam mit den Mitteln umgegangen wird. Glauben Sie mir, bei den Preisen, die für Pflanzenschutz verlangt werden, überlegt sich jeder Landwirt, wann, was und wie viel er ausbringt. Diese hohen Standards zu erfüllen, ist durchaus auch der Anspruch der Union. Dass diese dann auch kontinuierlich überprüft und weiterentwickelt werden, ist für uns ebenfalls selbstverständlich. Das muss dann allerdings auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse erfolgen. Und hier leistet Forschung einen entscheidenden Beitrag. Deshalb haben wir in diesem Bereich auch den Haushalt des Bundeslandwirtschaftsministeriums gestärkt und mit insgesamt 566 Millionen Euro um 10% aufgestockt. Wir brauchen innovative und nachhaltige Pflanzenschutzmittel. Neben intensiver Erforschung neuer Verfahren des integrierten Pflanzenschutzes befasst sich zum Beispiel das Julius-Kühn-Institut mit der Resistenzforschung. Durch die Resistenzforschung sollen zunehmend moderne Züchtungsverfahren geschaffen werden, die polygenresistente Pflanzen züchten, deren Resistenzmechanismen von Schadorganismen nur schwer umgangen werden können. Um Pflanzenschutzmittel, auch biologische, für den integrierten Pflanzenschutz und den ökologischen Landbau langfristig zu sichern, sind funktionierende und wirksame Resistenzstrategien notwendig. Da sind wir uns einig. Aber auch damit befasst sich die Ressortforschung des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Zudem werden weiterhin moderne Pflanzenschutzgeräte und Technologien sowie Prognosemodelle und andere Entscheidungshilfen entwickelt und weiterentwickelt. Innovative Verfahren tragen dazu bei, die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf das notwendige Maß zu beschränken und Risiken zu reduzieren. Wichtig in Bezug auf Forschung ist auch immer die Anwendung in der Praxis. Darum ist das Modellvorhaben Demonstrationsbetriebe integrierter Pflanzenschutz so wichtig. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse werden neue Schlussfolgerungen für den integrierten Pflanzenschutz gezogen, insbesondere zur Anwendung und Weiterentwicklung der Leitlinien und zu entsprechenden Maßnahmen, die der Umsetzung der Erkenntnis auch in die Praxis dann dienen. Aber darüber hinaus werden natürlich noch weitere Maßnahmen ergriffen. Die Bewertung von Mehrfachrückständen von Pflanzenschutzmitteln in Lebensmitteln soll künftig auch vorausschauend bei der Festsetzung von Rückstandshöchstmengen und bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln Berücksichtigung finden. Ich hoffe, dass diese Konzepte, die hierzu derzeit entwickelt werden, bald vorliegen. Im Nationalen Aktionsplan wurde festgelegt, auch ein Kleingewässermonitoring für Pflanzenschutzmittel zu entwickeln. Die Umsetzung erfolgt derzeit durch das Bundesumweltamt. Und das sind nur zwei kleine Beispiele von vielen. Die bisherigen Ergebnisse aus dem Aktionsplan sind sowohl mit Blick auf Lebensmittel als auch auf den Naturhaushalt positiv. Die wichtigsten Ziele, wie zum Beispiel 20% Risikoreduktion für den Naturhaushalt bis 2018 und 30% bis 2023, werden wir wohl erreichen. Die Landwirte jedenfalls sind bereit, an lösungsorientierten Herangehensweisen mitzuarbeiten, die zu einer weiteren Vermeidung und Verringerung von Pflanzenschutzmittelrückständen in der Umwelt beitragen. Meine Damen und Herren, gesellschaftlicher Zusammenhalt ist ein hohes und in diesen Tagen sehr fragiles Gut. Das haben die Debatten in dieser Woche zu ganz unterschiedlichen Themen immer wieder gezeigt. Die Stimmung in unserem Land ist aufgeheizt und vielfach durch Verunsicherungen geprägt. Ich finde, auch hier tragen wir Verantwortung. Schwarz-Weiß-Denken ist nicht der richtige Ansatz für einen sachorientierten gesellschaftlichen Diskurs. Ich fordere Sie daher auf, sich zwar immer wieder konstruktiv, kritisch, gemeinsam mit uns für gesunde Lebensmittel und Lebensräume einzusetzen, aber die Spaltung in gut und böse Landwirtschaft, schwarz und weiß, endlich zu beenden. Stattdessen sollten wir alle gemeinsam einen Beitrag dazu leisten, dass die Akzeptanz für die Produkte verantwortungsvoll arbeitender Landwirte auch durch gut informierte Verbraucher gestärkt wird. Mit ihren pauschalen Diffamierungen erweisen sie nicht nur den Landwirten, sondern auch den Verbrauchern einen Bärendienst. Viel Applaus für Ingrid Pahlmann aus ihrer eigenen Fraktion. Jetzt nächste Rednerin, kommt von den Linken, ist Sprecher für Agrarpolitik und heißt Kirsten Tackmann.
Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Also ich danke den Grünen dafür, dass wir heute über Pflanzenschutz debattieren können, weil die Grüne Woche ist eigentlich ein exzellenter Anlass dafür. Und es wertet sie doch eigentlich nur auf, wenn nicht nur die Branche gefeiert wird, sondern im Parlament auch Probleme diskutiert werden. Und als Tierärztin und als leidenschaftliche Hobbygärtnerin, wie ich mich outen möchte, kenne ich natürlich das Bedürfnis, Pflanzen vor Krankheiten zu schützen. Aber ich weiß eben auch, dass die Mittelchen nicht nur die gewollte Wirkung haben, sondern auch ungewollte und indirekt Schäden anrichten. Und über Rückstände in Lebensmitteln hat meine Fraktionskollegin Karin Binder ja schon gesprochen. Ich möchte über die ökologischen Schäden reden. Wer Schädlinge bekämpft, schadet eben auch Nützlingen. Manchmal offensichtlich, wie zum Beispiel beim massiven Bienensterben in Süddeutschland 2008 infolge fehlerhafter Aussaattechnik. Manchmal wird aber auch nur das Nervensystem geschädigt, sodass die Bienen nicht zurück in den Stock finden. Und das ist für die hochsozialen Bienenvölker wirklich ein Problem. Oder die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten wird geschädigt und damit die Varroamilbe sehr gefährlich. Bei Hummeln wurde kürzlich ein ganz besonders erschreckendes Phänomen festgestellt. Für sie werden nämlich Pflanzen, die mit Neonicotinoiden behandelt werden, also mit besonders bienengefährlichen Stoffen, zu attraktiven Fallen. Also sie werden besonders häufig dort geschädigt. Und auch indirekte Wirkungen gehören in die Schadensbilanz. Beikräuter auf Äckern werden heute als Erntegutverunreinigung oder als wegen Konkurrenz rigoros beseitigt. Damit gehen aber auch gleichzeitig Nahrungsquellen für andere Lebewesen verloren. Und nicht nur Insekten sind am stillen Sterben beteiligt. Erst seit kurzem wissen wir zum Beispiel, dass zum Beispiel die feuchte Haut von Fröschen nur wenig Schutz vor Ackergiften bietet. Und das wird im Zulassungsverfahren nicht mal geprüft, obwohl auch in Gewässern Rückstände gefunden werden. Aber ich sage auch ganz klar, diese dramatische Situation entsteht nicht durch gelegentlichen Pflanzenschutz. Das würde die Natur verkraften. In Verruf gekommen ist der Pflanzenschutz, weil er viel zu oft zum festen Bestandteil des Ackerbaus geworden ist. Und hier ist Kritik angebracht und dringend notwendig. Selbst beim Glyphosat hat der Bauernverband in der Ausschussanhörung eingeräumt, dass es eigentlich nur um Arbeitserleichterungen geht. Und ich finde, das ist mit einem Wirkstoff, der unter dem Verdacht steht, krebsauslösend zu sein, eben alles andere als Vorsorgeprinzip. Und ja, wir haben den nationalen Aktionsplan nur geändert, hat sich wenig. Aber es muss sich dringend was ändern. Denn dieses Insektensterben wird auch schnell, und das muss man betonen, zum Bumerang für die Landwirtschaft. Ein Drittel der landwirtschaftlichen Kulturen sind doch auf Insektenbestäubung angewiesen. In China müssen unterdessen ganze Obstplantagen durch menschliche Handarbeit bestäubt werden, weil die Insekten dort schon fehlen. Und mit den Insekten geht eben auch eine wichtige Grundlage, Nahrungsgrundlage für viele Vögel verloren. Der rasante Verlust von biologischer Vielfalt, gerade in der Agrarlandschaft, hat nicht nur, aber eben viel mit Ackergiften zu tun. Und als Linke sage ich ganz klar, das sind nicht nur Kollateralschäden, hier geht es um den Schutz unserer Lebensgrundlagen. Deshalb dürfen wir nicht wegsehen und wir müssen handeln, bevor dieser Prozess unumkehrbar geworden ist. Ja, wir brauchen die Landwirtschaftsbetriebe als Verbündete. Sie sind übrigens nicht die Profiteure des falschen Systems. Das große Geld landet nämlich in den Taschen von Konzernen. Die würden den Landwirten am liebsten nicht nur das Pflanzenschutzmittel verkaufen, sondern gleich noch die dazugehörende genetisch veränderte Pflanze dazu. Aber diese Gelddruckmaschine wird Gott sei Dank von immer mehr Menschen durchschaut. Und es ist gut, dass sich hier Widerstand regt und die Linke ist an der Seite derer, die sich widerstehen. Und was ist also noch zu tun für weniger Gift auf dem Acker? Bei Glyphosat wiederhole ich hier die Forderung der Linken. Als erste Sofortmaßnahme müssen die Vorratsvorerntebehandlung und der Verkauf im Baumarkt sofort verboten werden. Das zweijährige Verbot der besonders bienengefährlichen Neonicotinoide muss dringend verlängert werden. Aber es geht für uns auch nicht nur um Verbote. Wir müssen riskante Anbaukonzepte in den Blick nehmen. Dazu gehört zum Beispiel der großflächige Anbau einer einzigen Kulturpflanze oder der mehrjährige Anbau von Mais auf Mais. Und wenn immer weniger unterschiedliche Kulturen überhaupt noch angebaut werden, dann ist das ein Problem. Deshalb ist die Forderung der Grünen nach einer verbindlichen und rechtssicheren Definition der sogenannten guten fachlichen Praxis richtig und längst überfällig. Wir brauchen auch mehr Flächen, in denen sich die Natur regenerieren kann. Die Unterstützung des Ökolandbaus gehört dazu.
Auch die ökologischen Vorrangflächen, die alle Betriebe jetzt einrichten müssen, sind aus meiner Sicht durchaus eine Chance. Ja, leider wurden die Regeln dafür im Verhandlungsmarathon in Brüssel aufgeweicht. Aber unterdessen wissen wir ja, dass viele kleine Flächen einen großen Einfluss haben können, wenn sie denn als ökologische Trittsteine fungieren können. Deshalb ist hier dringend Kreativität gefragt. Und da sage ich, ortsansässige Betriebe sind da eher unsere Verbündeten als Agrarinvestoren. Aber mit Betrieben in ständiger Existenznot wird es eben auch sehr schwierig. Gebraucht wird mehr unabhängige, öffentlich finanzierte Forschung für Analysen, für Alternativkonzepte und auch für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahmen. Vielleicht ist auch Landwirtschaft 4.0 eine Chance. Denn wenn eine Gefahr früher erkannt wird und kleinflächiger und konsequenter behoben werden kann, dann ist vielleicht auch der Schaden zu minimieren. Am dringendsten ist aus Sicht der Linken allerdings ein transparentes, herstellerunabhängiges Zulassungsverfahren. Denn dann kämen gefährliche Pflanzenschutzmittel gar nicht erst auf den Markt. Und deshalb haben wir viel Stoff zur Diskussion und ich freue mich auf die Ausschussbefassung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Johann Saathoff das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen und heute mal wegen des Antrages, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen. Ich will das durchaus bekennen. Meistens bin ich mit den Positionen der Grünen im Agrarbereich durchaus einverstanden. So auch hier. Wir sind uns einig bei den Zielen. So wenig Pestizideinsatz wie möglich wollen wir erreichen und mehr Ökolandbau. Aber, meine Damen und Herren, Pflanzenschutzmittel werden nicht nur zum Spaß eingesetzt. In Einzelfällen werden Pflanzenschutzmittel bedauerlicherweise auch nach einem sehr betrüblichen Motto eingesetzt, nämlich nach dem Motto, viel hilft viel. Aber größtenteils, und ich glaube, das müssen wir an dieser Stelle in dieser Debatte auch konstatieren, größtenteils wenden die Bäuerinnen und Bauern in Deutschland Pflanzenschutzmittel verantwortungsvoll an. Und deswegen, finde ich, müssen wir das in dieser Debatte auch noch mal deutlich betonen. Die Bundesregierung hat mit dem Nationalen Aktionsplan sehr umfassende Ziele und Maßnahmen definiert. Vor allem das 1%-Ziel bei der Grenzwertüberschreitung. Es gibt auch begleitende Foren zu diesem Nationalen Aktionsplan. Und ich will an dieser Stelle sagen, dass ich es ausdrücklich bedauere, dass dort nicht alle relevanten Gruppen beteiligt sind, nämlich die Umweltverbände, die sich aus dieser Diskussion herausgezogen haben. Und ich finde, sie gehören in diese Diskussion mit rein und möchte an dieser Stelle auch aufrufen, bitte machen Sie bei diesem Forum zum NAP weiter mit. Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind die Zeitpläne im NAP nicht konkret genug. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, Sie trauen sich auf der anderen Seite auch selbst nicht, einen Zeithorizont für die Beschränkung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln auf ein Minimum oder vielleicht sogar auf den Totalausstieg zu nennen. Das würde mich echt mal interessieren, bis wann Sie das für möglich halten. Oder gilt vielleicht der Umkehrschluss? Das bedeutet, aus der Tatsache, dass Sie keinen Zeitplan für den Ausstieg nennen, könnte man schließen, dass Sie den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln grundsätzlich anerkennen. Auch kein Wort zu einer Steuer oder Abgabe auf Pflanzenschutzmitteln. Dabei hat der grüne Umwelt- und Landwirtschaftsminister Robert Habeck aus Schleswig-Holstein diese ins Spiel gebracht. Der Diskussionsprozess über Wege zur Verringerung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln scheint also auch bei euch, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, anzudauern. Das ist völlig normal und das ist auch gut so. Das ist sogar bei uns in der SPD-Fraktion nicht anders. Aber mit eurem Antrag schraubt ihr an Details herum. Ihr sprecht den BVL-Report 2013 an. 106 Proben mit Überschreitung der Grenzwerte sind genau 106 zu viel. Keine Frage. Wir müssen aber diese Zahl auch in einem angemessenen Kontext stellen. Dabei würde zum Beispiel deutlich werden, dass die Zahl der Überschreitungen aus Drittländern die deutschen Zahlen bei Weitem übertreffen. In Deutschland sind es nur 0,6%. Die Proben werden risikobezogen genommen, also bei den Lebensmitteln, wo bekanntermaßen Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen können. Ich würde sie mal nennen, bei den üblichen Verdächtigen. Würde man die Proben über alle Lebensmittel gleichermaßen nehmen, wäre der Prozentsatz der Grenzüberschreitungen noch mal deutlich niedriger. Das Ziel des Nationalen Aktionsplans zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutz ist also mehr als erreicht und deutlich früher erreicht, denn eigentlich war das 1%-Ziel erst für 2021 vorgesehen.
Zumindest in Deutschland, worum es ja im Antrag geht. In den Drittländern sind Grenzwerte teilweise höher als bei uns. Allerdings haben wir dort nur einen sehr begrenzten Einfluss auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Aber auch dort müssen wir uns für eine Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln einsetzen. Für niedrigere Grenzwerte, eine bessere Anwenderausbildung. Und wir stellen fest, dass das BVL resümiert, dass es kein aktuelles Gesundheitsrisiko für Verbraucher gibt. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine gute und wichtige Botschaft. Wir wollen deshalb aber nicht die Hände in den Schoß legen. Wir wollen Pflanzenschutzverfahren mit geringem Pflanzenschutzmitteleinsatz und integriertem Pflanzenschutz. Dazu gehört, den Anteil praktikabler nicht-chemischer Maßnahmen in den Pflanzenschutzkonzepten, zum Beispiel durch biologische, biotechnische oder mechanische Pflanzenschutzverfahren, weiter auszubauen. Wir wollen Forschung intensivieren mit dem Ziel, den Einsatz von Pestiziden weiter zu reduzieren. Kurz, wir wollen mit immer weniger Pflanzenschutzmitteln auskommen. Das gilt übrigens auch für den Ökolandbau. Im Ökolandbau ist der Einsatz von chemisch-synthetischen Mitteln verboten. Wir wollen mehr Ökolandbau. Wir haben uns gemeinsam bei der Öko-Verordnungsnovelle sehr für den Ökolandbau stark gemacht. Dank der einstimmigen Positionierung des Deutschen Bundestags, der sich viele Mitgliedstaaten angeschlossen haben, konnten wir viel für den Ökolandbau erreichen. Meine Damen und Herren, zusammenfassend kann man sagen, dass wir uns in den Zielen wieder mal einig sind. Diskussionsbedarf besteht hinsichtlich des Weges, um die Ziele zu erreichen. Am Ende des Prozesses ist man immer schlauer, was denn der beste Weg gewesen wäre. Oder wie wir in Ostfriesland sagen, achte ran, kakeln haune. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Johann Saathoff war das von der SPD, der nächste Redner. Harald Ebner von Bündnis 90 Die Grünen, Sprecher für Biochemiepolitik seiner Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Atrazin, Chlorpyrifos, Glyphosat, das G-Wort wurde heute schon oft genannt, und nicht zuletzt die Neonicotinoide und die Liste wäre verlängerbar, haben gezeigt, der Pestizidpfad der angeblich modernen Landwirtschaft führt leider in eine Sackgasse. Und wenn wir Pech haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann gibt es am Ende dieser Sackgasse nicht mal eine Wendeplatte, damit wir da wieder rauskommen. Pestizide schaden der Gesundheit von denen, die sie anwenden und denen, die an den Feldern wohnen. Und am Ende, und das haben wir jetzt auch in unserer neuen Studie lesen müssen, landen sie auch auf unseren Tellern. Und sie verursachen enorme Kosten für die Beseitigung von Umweltschäden. Für die Schweiz gibt es eine Schätzung, da würde die Umrüstung von Kläranlagen 12 Millionen Franken kosten, um solche Rückstände rauszufiltern. Und Pestizide tragen leider auch massiv dazu bei, die biologische Vielfalt zu vermindern. Ausgestorbene Arten kommen nicht wieder, und es entzieht dem gesamten Agrarökosystem die Existenzgrundlage. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, brauchen wir einen Weg aus dieser Sackgasse. Pestizide müssen runter vom Acker, und sie haben in unserem Essen nichts zu suchen. Das haben wir auch erst am Mittwoch im Fachgespräch im Umweltausschuss gehört als Ursache für ein aktuelles, wirklich erschreckendes Insektensterben. In Deutschland wurden ganz klar an erster Stelle der Einsatz von Pestiziden und auch Strukturverluste in agrarisch optimierten Landschaften genannt. Und das Fazit des Fachgesprächs war, dieser massive Insektentod kann nur gestoppt werden, wenn auf eine Landwirtschaft mit deutlich weniger und die Experten sagen auch noch besser ohne Pestizide umgestellt wird. Das ist nun mal das, was die Experten sagen. Und der Kollege Auernhammer erinnert sich ganz bestimmt an die Empfehlung auf seine Frage, er möge doch dann auf Ökolandbau umstellen. Ich weiß nicht, ob er den Antrag schon gestellt hat. Von der Reduzierung der Pestizidmengen, und da sollten wir uns doch einig sein, können wir doch alle nur profitieren. Außer natürlich die Industrie, die Pestizide herstellt und damit seit Jahren Rekordumsätze einfährt. Leider verweigert der Bundesminister, der auch heute lieber auf der IGW als im Parlament ist, in Sachen Pestizidreduktion, genauso wie bei vielen anderen Themen, eindeutig die Arbeit. Das zeigt, lieber Kollege Saathoff, der nationale Aktionsplan, der ja nach wie vor nicht mehr als das geduldige Papier ist, das sich gefällig liest, für dessen Umsetzung aber nichts passiert. Eine ganze Reihe
Reihe von Verbänden, wurde schon gesagt, mit Sachverstand, die sind schon vor Jahren aus dem ganzen NAP-Forum ausgestiegen, weil sie sagen, bei einem Aktionsverhinderungsplan machen wir nicht mit, wir lassen uns nicht zu Tode partizipieren und am Ende kommt nichts bei raus. Das zeigt, die Bundesregierung ist an dieser Stelle nicht Sachwalter der Interessen der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Und da muss ich auch an die Adresse vom Kollegen Ferber und an die Kollegin Pahlmann sagen, uns geht es genau darum, die Forschung an Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz zu einem Schwerpunkt der öffentlichen Agrarforschung zu machen. Wir haben das mehrfach gefordert in unseren Haushaltsanträgen und da ist noch lange nicht genug passiert und das kommt dann den konventionellen und den Ökolandwirten zugute. Auch der Deutsche Bauernverband hat es ja jüngst gefordert, 60 Millionen für den Ökolandbau, das ist richtig, das findet unsere volle Unterstützung. Schade nur, dass das just, ja natürlich, aber schade, dass es just nach den Haushaltsberatungen im Dezember passiert ist. Und da baue ich jetzt drauf, dass der Bauernverband diese Forderungen auch aufrechterhält, wenn es an die nächsten Haushaltsberatungen geht. Und dann baue ich drauf, dass Sie, liebe Kolleginnen von der Union, dieses Mal auch, wie sonst immer, den Forderungen des Bauernverbandes entsprechen und da ganz mit dabei sind. Dann kommen wir da einen wesentlichen Schritt weiter. Das wäre schön. Das würde uns nämlich auch als Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen. Die aktuelle Auswertung unserer Fraktion zu Pestiziden auf Lebensmittel zeigt, Öko-Lebensmittel schneiden bei allen Parametern der Pestizidbelastung deutlich besser ab. Und wenn Pestizidrückstände auf Öko-Lebensmitteln auftauchen, dann leider Gottes kommen sie zu 90% vom konventionellen Nachbarn. Das kann ja keiner wirklich gutheißen. Es wurde schon angesprochen, Pestizidrückstände, Kollege Saathoff, seien ja immer unter den Grenzwerten. Aber die Grenzwerte sind die halbe Wahrheit. Wir haben keine Grenzwerte für Cocktails. Und das ist auch der Dreh- und Angelpunkt bei den Zulassungsverfahren, dass wir keine Prüfungen haben für die Mischungen von Pestiziden, dass wir über deren Risiken überhaupt nichts wissen. Und ein weiteres Problem, ich komme dann auch demnächst zum Schluss, ein weiteres Problem bei Zulassungsverfahren ist, wir haben keine Kenntnis über das, was die Industrie schon im Vorfeld, bevor sie Studien sozusagen abliefert, mal durchführt für ihre Good Laboratory Practice Prüfungen. Sie können lange untersuchen, bevor sie ein Untersuchungsdesign festlegen, das sie dann am Ende abliefern. Wir haben gesehen, dass ein Pestizidzyklus immer läuft. Pestizide prüfen, Ungefährlichkeit feststellen, zulassen, Jahre später. Nicht die Ankündigung, sondern der tatsächliche Schluss. Und am Ende stellen wir fest, es wird gefährlich und dann werden sie vom Markt genommen. Und damit muss endlich Schluss sein. Wir kennen das von DDT und anderen. Wir brauchen bessere Daten für die Exposition, was ein Humanbiomonitoring angeht. Und wir wollen, dass Landwirtschaft mit weniger, besser ohne Pestizide auskommt. Machen Sie da endlich was dafür. Dankeschön. Das Wort hat der Kollege Waldemar Westermeier für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute gemeinsam den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in unserer Landwirtschaft. Zunächst möchte ich festhalten, dass unsere Lebensmittel niemals zuvor so sicher, bezahlbar und vielfältig waren. Beim Thema Pflanzenschutz sind die Verbraucher aber zu Recht sehr sensibel. Deshalb sollten wir uns sachlich fundiert damit auseinandersetzen. Zu diesem sachlich fundierten Umgang gehört für mich aber auch, dass wir auf Basis gesicherter Erkenntnisse argumentieren. Diesem Anspruch wird Ihr Antrag und auch Ihre Rede, Herr Hofreiter, leider nicht gerecht. Übrigens, der Betrieb meines Sohnes befindet sich gerade in der Umstellungsphase auf Ökolandbau. Das möchte ich auch mal erwähnen. Und selber habe ich 40 Jahre im Betrieb geführt und habe da einige Jahre das Modell Mekka in Baden-Württemberg, das übrigens von der CDU-Regierung ins Leben gerufen wurde, ebenfalls genutzt und habe keinen Pflanzenschutz über Jahrzehnte eingesetzt. Sie behaupten, dass in Deutschland Jahr für Jahr mehr Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden und stellen einen direkten Zusammenhang zwischen den Gewinnen
der Hersteller und Gesundheitsfragen für die Menschen her. Das ist so falsch. Zum einen geben die Zahlen den von Ihnen beschriebenen Trend nicht her, denn der Absatz der Wirkstoffe, und darum geht es im Kern, ist seit 2011 ungefähr konstant geblieben. Zwischendurch ist der Absatz sogar leicht gesunken. Sie, Herr Hofreiter, haben vorher von 100.000 Tonnen gesprochen, und da muss man dazu sagen, 44.000 Tonnen ist der Wirkstoff und das andere sind Füllstoffe. Auch im europaweiten Vergleich der Zahlen liegt Deutschland nach Daten von Eurostat beim Verkauf von Pflanzenschutzmitteln pro Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche sogar leicht unter dem EU-Durchschnitt. Irreführend und populistisch finde ich zum anderen auch Ihre Gegenüberstellung von Gewinnen der Hersteller auf der einen Seite und Gesundheitsgefahren für den Menschen auf der anderen Seite. Sie legen damit ganz bewusst nahe, dass hier ein Zusammenhang besteht, und wollen dadurch das Bild einer menschenverachtenden Industrie zeichnen. Das hat aus meiner Sicht nichts mehr mit seriöser Politik zu tun. Schließlich stellen diese Unternehmen Wirkstoffe her, die, das sage ich ganz bewusst, nach unabhängigen wissenschaftlichen Untersuchungen mit hohem Sachverstand zugelassen wurden. An dieser Stelle möchte ich deshalb auch ausdrücklich sagen, ich bin davon überzeugt, dass wir diesen unabhängigen Sachverstand im Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit und im Bundesinstitut für Risikobewertung haben. Insbesondere wird die nationale Zulassung durch das BVL internationalen Standards gerecht, vor allem auch durch die intensive Zusammenarbeit mit dem Julius-Kühn-Institut und dem Umweltbundesamt. Vor diesem Hintergrund kann ich die Fundamentalkritik am Zulassungsverfahren in Ihrem Antrag nicht nachvollziehen. Nach meiner Auffassung setzt Ihr Antrag im Kern auch den falschen Schwerpunkt. Sie fordern primär ein Programm zur Reduzierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln mit dem Ziel des vollkommenen Verzichts der Mittel. Unabhängig davon, dass Sie damit den erheblichen gesamtgesellschaftlichen Nutzen von Pflanzenschutzmitteln außer Acht lassen, bringt eine pauschale Reduktion erstmal gar nichts. Gute und nachhaltige Agrarpolitik bemisst sich nämlich nicht isoliert nach der bloßen Menge der eingesetzten Pflanzenschutzmitteln, sonst würde ein risikoreicheres Mittel, welches schon in geringen Mengen wirkt, besser bewertet werden als ein risikoärmeres mit einer höheren Wirkstoffschwelle. Das kann deshalb nicht unser Ansatz sein. Entscheidend ist vielmehr, dass man sich die Eigenschaften der eingesetzten Stoffe genau anschaut, eventuelle Risiken identifiziert und dementsprechend Maßnahmen trifft. Letztlich ist demnach keine Mengen, sondern eine Risikoreduktion entscheidend. Das ist aus meiner Sicht der nachhaltige und dem Vorsorgeprinzip entsprechende Ansatz, den wir verfolgen sollten. Ausdrücklich möchte ich in diesem Zusammenhang auch auf die Untersuchung der WHO hinsichtlich Glyphosat eingehen. Der vermeintliche Gegensatz zwischen dem Ergebnis der WHO und dem Ergebnis der BfR und der klaren Mehrheit der Zulassungsbehörden ist schlicht im unterschiedlichen Ansatz der Untersuchung begründet. Die WHO hat in ihrer Betrachtung nämlich keine Risikobewertung im eigentlichen Sinn durchgeführt, sondern lediglich abstrakt und allgemein das potenzielle Krebsrisiko von Glyphosat begutachtet. Das sagt jedoch erstmals nichts über das tatsächliche Risiko für den einzelnen Bürger, welches maßgeblich für die Zulassung ist. Ich ziehe daraus für mich den Schluss, dass wir vor allem in der Forschung weiter vorankommen müssen. Hierfür übernimmt die Bundesregierung in ihrem Aktionsplan auch einiges, vor allem mit der nationalen Forschungsstrategie Bioökonomie 2030. Außerdem wird die Bundesregierung ihrem Anspruch an eine nachhaltige Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auch international gerecht. So betreibt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, in diesem Ausschuss bin ich ja auch vertreten, zusammen mit der GIZ in Entwicklungsländern Resistenzforschung und bildet Bauern vor Ort in der Anwendung des integrierten Pflanzenschutzes aus. Außerdem wird die Anwendung von Nachhaltigkeitsstandards beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft gefördert, zum Beispiel bei einem Projekt in Afrika über regionale Baumwollproduktion. Das zeigt den ganzheitlichen Ansatz,
den wir bei unserer Pflanzenschutzstrategie verfolgen und beweist, dass wir in der Sache auf einem guten Weg sind. Denn wer eine Welt ohne Hunger will, kann nicht auf Pflanzenschutzmittel verzichten. Deshalb ist Ihr Antrag abzulehnen. Herzlichen Dank. Das sagte Waldemar Westermeier für die CDU-CSU-Fraktion, sitzt er im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Und ihm folgt jetzt hier in der Aussprache Carsten Dräger für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Am Mittwoch fand im Umweltausschuss eine Anhörung zum Verlust der Artenvielfalt bei Insekten statt. Das mag vielleicht von dem einen oder anderen belächelt werden. Wen interessieren schon ein paar Mücken mehr oder weniger? Ich sage Ihnen, mir ist das Schmunzeln vergangen. In Anhörung zeigten alle Sachverständigen die Dramatik des Artensterbens auf. Hier in Deutschland, in unserer Heimat, vor unserer Haustür. In manchen Teilen Deutschlands sind die Fluginsekten um 80% zurückgegangen. Die absolute Zahl der Individuen, die verloren sind. Das Aussterben von Arten hat auch ein unerkanntes Ausmaß erreicht. Mehr als 20% der Großschmetterlinge wurden an diesen Messstandorten verloren. Diese Arten sind in Deutschland ausgestorben. Kann uns das kalt lassen? Der Verlust der Arten ist nicht nur bedrohlich, weil sie ein wichtiger Bestandteil der Nahrungskette sind. Weniger Insekten bedeuten auch weniger Futter für zum Beispiel Jungvögel. Der Verlust der Insekten ist nicht nur bedrohlich, weil sie verantwortlich sind für das Bestäuben eines Großteils der Pflanzen. Alle reden über Bienen, aber die Wahrheit ist, nicht nur die Bienen sind für die Bestäubung zuständig. Und der Verlust der Insekten ist auch bedrohlich, weil sie Frühindikatoren für den Zustand unseres Lebensumfeldes sind. Kann uns das kalt lassen? Liebe Kolleginnen und Kollegen, werfen wir doch gerade anlässlich der Grünen Wochen einen Blick auf die Gründe. Alle Experten in der Anhörung vermuten Neonicotinoide als Hauptursache für das Massensterben. Das sind Pestizide, die seit Mitte der 90er Jahre in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Seit es sie gibt, hat die Geschwindigkeit des Sterbens dramatisch zugenommen. Und, seien wir ehrlich, so ganz überraschend ist der Befund ja auch nicht. Dafür sind sie ja schließlich da, die Neonics. Landen sie in unserer Nahrung mit Folgen für unsere Gesundheit? Wer kann das mit Sicherheit ausschließen? Liebe Kolleginnen und Kollegen, uns muss daran gelegen sein, den Einsatz von Pestiziden zu verringern. Jeder Zustandsbericht zur Lage der Natur zeigt es immer wieder. Der Indikator für Artenvielfalt, gerade im Agrarland, hat sich deutlich verschlechtert. Er ist auf den bisher tiefsten Wert gesunken und er ist weiter vom Zielwert entfernt als alle anderen Indikatoren. Die Landwirtschaft erhält in großem Umfang Agrarsubventionen aus Steuermitteln. Die daran geknüpften Umweltanforderungen sind allerdings wenig anspruchsvoll und können am negativen Trend nichts ändern. Ich unterstütze daher ausdrücklich unsere Umweltministerin Barbara Hendricks bei ihrer Naturschutzoffensive für eine Umgestaltung dieser Landwirtschaftssubventionen. Es muss das Prinzip gelten, öffentliche Mittel für öffentliche Leistungen. Kolleginnen und Kollegen, ich bin sehr dafür, dass wir unsere Landwirte weiterhin kräftig unterstützen. Ich bin aber auch dafür, dass wir unsere Unterstützung an Leistungen für den Naturschutz knüpfen. Wenn nicht mit Rücksicht auf Umwelt und Natur gewirtschaftet wird, sollten die Subventionen auch nicht mehr fließen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Gleichwohl müssen wir uns auf den Weg machen, denn der Verlust der Artenvielfalt kann uns nicht kalt lassen. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Thomas Mahlberg das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Also, Herr Kollege Hofreiter, ich muss sagen, Sie sind wirklich sehr konsequent gewesen. Sie haben genau das getan, was man eigentlich von Ihnen erwartet hat. Sie wollen den Markenkern, den Sie ja entwickeln für Ihre Partei, Angstpolitik zu machen, Panik zu verbreiten. Auch das wollen Sie mit diesem Antrag heute hier wieder umsetzen.
Und ich kann Ihnen sagen, es ist Ihnen nicht gelungen. Sie haben ja in Ihrer Rede angesprochen, wie es in den einzelnen Bundesländern aussieht. Sie haben die Bundesländer ja gelobt wegen der Kontrollen. Da bitte ich Sie auch mal zur Kenntnis zu nehmen, dass wir gestern über den Ticker noch eine Meldung bekommen haben aus Mecklenburg-Vorpommern zu Ihrem Lieblingsthema Glyphosat. Ministerium, keine Glyphosatrückstände in Lebensmitteln aus Mecklenburg-Vorpommern. In keiner der 135 Proben eine Überschreitung des Grenzwertes nachgewiesen. Untersucht worden, den Angaben zufolge, frisches Obst, Äpfel und so weiter. Genau die Äpfel, die Sie eben angesprochen haben. Ich frage Sie, was erzählen Sie eigentlich für Geschichten hier im Parlament? Das ist genau der Punkt, weil wir sprechen über Grenzwerte, die natürlich sinnvoll sind und festgelegt werden zur Sicherung unserer Bevölkerung. Und Sie sagen, wenn man per se etwas findet, ist es schlecht und das muss raus. Gut ist eigentlich, Herr Hofreiter, nicht nur wir erkennen ja, was Sie hier machen, sondern mittlerweile kommen Ihnen auch andere Leute auf die Schliche, auch Leute, die das transportieren sollen, was Sie machen. So hat zum Beispiel der Tagesspiegel im September letzten Jahres einen Kommentar mit der Überschrift veröffentlicht, Glyphosat, wie groß ist eigentlich die Gefahr? Und da kann man im Teaser lesen, Glyphosat in der Muttermilch, eine höchst zweifelhafte Annahme. Bei der Bewertung von Pestiziden sollte Sachlichkeit der Maßstab sein, Herr Hofreiter, Sachlichkeit. Dieser Kommentar bezieht sich auf eine, das kann man nur in ganz dicken Anführungszeichen sagen, Studie, die im Auftrag Ihrer Fraktion, der Grünen, bei stillenden Müttern realisiert wurde. Sich auf die Ergebnisse dieser Studie stützend, rief dann Ihre Kollegin Bärbel Höhn, sitzt ja da, sehr geschätzt, wir waren ja früher auch mal zusammen im Landtag in Nordrhein-Westfalen, an die Bundesregierung. Die Bundesregierung muss Glyphosat aus dem Verkehr ziehen. Und was können wir weiter in dem Artikel lesen? Ich zitiere das mal. Aber die Grünen verschwiegen nicht nur, dass die gefundenen Glyphosatmengen weit unterhalb der Schadensschwelle liegen. Schlimmer noch, das verwendete Testverfahren, das sie angewendet haben, war gar nicht für Muttermilch geeignet. Die Ergebnisse daher unbrauchbar. Im Klartext kann ich nur sagen, großer Murks, was Sie veranstaltet haben. Kollege Malberg, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Höhn? Natürlich. Ja, Bärbel Höhn von den Grünen war ja angesprochen und hat jetzt eine Zwischenfrage. Herr Kollege Malberg, Glyphosat ist seit langer Zeit auf dem Markt. Ja. Testverfahren brauchen auch ihre Zeit, um evaluiert zu werden. Warum hat die Bundesregierung nicht dafür gesorgt, dass wir mittlerweile evaluierte Testverfahren haben, auch für Milch? Warum müssen wir auch als Grüne diese Tests machen und die Bundesregierung dazu treiben, endlich dafür zu sorgen, dass diese Tests auch gemacht werden und die Tests evaluiert sind und dass wir diese Diskussion, die Sie eben gemacht haben, nicht mehr haben? Wir machen auf ein Problem aufmerksam. Sie verhindern die Lösung, die wir brauchen, um objektive Fakten hier auch auf den Tisch legen zu können. Deshalb handeln Sie endlich für die Verbraucher und reden Sie hier nicht so rum. Nee. Frau Kollegin Höhn, umgekehrt wird ja ein Schuh draus. Sie erfinden Testverfahren, sage ich mal, die hier nicht geeignet sind, weil Sie ja bestimmte Ergebnisse erzielen wollen. Sie wollen ja nicht die tatsächlichen Ergebnisse haben. Sie wollen ja Ziele, Sie wollen ja Ergebnisse finden, sage ich mal, mit denen Sie Ihre Angstpolitik hier weitermachen können. Und da sind Sie sich ja nicht zu schade an der Stelle. Da sind Sie sich ja nicht zu schade an der Stelle, Äpfel und Birnen miteinander zu vergleichen. Und wie gesagt, auch Journalisten kommen Ihnen hier auf die Schliche. Habe ich. Aber ich darf Ihnen ja auch verraten, wie der Artikel dann weitergeht. Der ist sehr spannend, den stelle ich Ihnen doch gerne zur Verfügung. Da ist nämlich dann von den hanebüchenen Testergebnissen und vor allen Dingen von der ungerechtfertigten Panikmache unter Müttern die Rede. Und der Tagesspiegel-Kommentator, der, meine Damen und Herren, unterstellt Ihnen sogar, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Grünen-Fraktion, dass die Angstmacherei am Ende sogar Sinn der ganzen Sache war. Und soll ich Ihnen was sagen? Der trifft ins Schwarze. Genau das ist nämlich der Fall hier. Und Sie haben es heute wieder unter Beweis gestellt. Und ich weiß nicht, ob Ihnen diese Sache nicht schon peinlich genug ist, aber ich kann da gerne noch andere Beispiele bringen. In Ihrem Antrag, den Sie heute nämlich gestellt haben, entlarven Sie auch mit Ergebnissen einer weiteren Studie. In dem Fall geht es um Stichproben zu Glyphosatgehalten im Urin von Stadtbewohnern. Diese, Sie nennen das wissenschaftliche Arbeit, wurde von der renommierten und bestimmt weltweit anerkannten Forschungseinrichtung BUND, das ist nicht der Bund hier, sondern der Bund für Umwelt- und Naturschutz durchgeführt, bestimmt sehr renommiert. Und die Exzellenz dieser wissenschaftlichen Leistung, die hier erbracht worden ist, die wurde, wie ich meine, zu Recht vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung erkannt
und mit dem Titel Unstatistik des Monats prämiert. Das sind Ihre Quellen, sage ich mal, auf die Sie sich berufen. Das Institut, das Mitglied in der Leibniz-Gemeinschaft ist und von Bund und Ländern finanziert wird, ordnet die Studie als groben statistischen Unfug ein. Und in Ihrem Anfug, sag ich mal, in Ihrem Antrag bieten Sie sogar noch mehr Peinlichkeiten, wie ich finde. Gleich auf der ersten Seite Ihres Antrags beziehen Sie sich angeblich auf Daten des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit aus dem Jahr 2013. Laut Ihrer Aussage wurde bei 106 Proben eine Überschreitung der Rückstandshöchstgehalte festgestellt. Ich weiß gar nicht, wo Sie die Zahlen herhaben. Also ich finde die da nicht. Wenn man in die nationale Berichterstattung Pflanzenschutzmittelrückstände ins Lebensmittel aus dem Jahr 2013 hineinschaut, gibt es die Zahl gar nicht. Man kann in den Berichten gegen andere Zahlen finden, und die sind eigentlich die interessanten. Aber ich verstehe, sage ich mal, dass Sie die natürlich nicht bringen, denn dann passt es nicht mehr in die Panikmacherei, die Sie bringen wollen. Aber ich spiele hier gerne mal an der Stelle auch den Spielverderber und da vielleicht aus dem Bericht des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die Ergebnisse der in Deutschland im Jahr 2013 an Lebensmittel erfolgten Untersuchungen auf Pflanzenrückstände zusammenfasst. Da heißt es, so traten im Jahr 2013 bei insgesamt 1,1% der beprobten Erzeugnisse aus Deutschland Überschreitungen der geltenden Rückstandsgehalte auf. So wurden im Berichtsjahr 0,6% der untersuchten deutschen Ergebnisse aufgrund von Rückstandshöchstgehaltsüberschreitungen beanstandet. Das ist eine Quote von 0,6%, meine Damen und Herren, bei 17.000 Proben, die es gegeben hat. Und dann gilt natürlich selbstverständlich auch noch mal der Grundsatz, dass natürlich nicht alles gesundheitsgefährdend ist, was da auf den Tisch kommt. Darauf weist das BVL natürlich in der Studie auch explizit natürlich hin. Und ich glaube auch nicht, dass wir da an der Stelle Dissens haben. Also deshalb frage ich Sie, Herr Hofreiter, auch mal ganz persönlich, warum denn diese ganze Panikmache und Irreführung, die Sie betreiben? Ihnen geht es doch eigentlich nur um einen parteipolitisch-ideologischen Ansatz. Sie wollen im Grunde so eine Art Wahlkampf schon betreiben und bereiten, sage ich mal, Ihre Konferenz zum Beispiel am morgigen Tag vor. Das ist doch eigentlich das Ziel, das wir hier haben, oder nicht? Immer getreu dem Motto, falsche Dinge lange genug behaupten, dann bleibt schon was hängen und das wird schon irgendwo an irgendeiner Stelle, dann wird es an irgendeiner Stelle mal nochmal entsprechend transportiert. So, und wenn Ihnen das nicht passt, dann sollten Sie endlich mal einsehen, dass unsere Lebensmittel doch so sicher sind eigentlich wie nie zuvor. Die Kolleginnen und Kollegen haben ja schon darauf hingewiesen in ihren Beiträgen. Die Bundesbürger, auch wenn Ihnen das nicht passt, die haben ganz hohes Vertrauen in die heimische Landwirtschaft und unsere Erzeugnisse, die wir hier haben. Es gibt einen Ernährungsreport 2016, der Ihnen hier auch vorliegt. Und aufgrund einer repräsentativen Umfrage im Auftrag unseres Landwirtschaftsministeriums sagen 77% der befragten Bürger, Lebensmittel sind sehr sicher. Also ich finde, mit Ihren Diffamierungskampagnen und mit der Angstmacherei, die Sie betreiben, zerstören Sie doch gerade das Vertrauen in unsere sicheren Lebensmittel. Das darf doch nicht wahr sein, was Sie im Parlament betreiben. Und das Schlimme ist ja noch, mit Ihren Studien, die Sie machen, wir haben wissenschaftliche Institute, wir haben Behörden, wir haben das BfR, wir haben die EFSA. Und Sie ziehen, sage ich mal, die seriöse Arbeit genau dieser Institution doch hier in Zweifel. Das kann doch nicht wahr sein, sage ich mal, dass ich auf Panikmacherei versuche, so eine Politik hier aufzubauen. Im Prinzip machen Sie ja nichts anderes, als unsere Landwirte und Landwirtinnen eigentlich zu entmündigen. Denn Sie haben es ja nun gehört, da wird mit großer Sachkunde und mit ganz großem Verantwortungsbewusstsein vorgegangen. Sie haben es auch gerade von meinem Kollegen Westermeier noch mal gehört, wie das in seinem Betrieb gelaufen ist. Mit großer Sachkunde wird das gemacht. Und Sie sprechen hier immer von Ackergiften. Dabei, sage ich mal, geht man sehr dosiert mit Pflanzenschutzmitteln um. Ich könnte noch was zum Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutz sagen. Ich glaube, da ist aber auch schon drüber gesprochen worden. Und ich kann nur sagen, der richtige Ansatz ist natürlich Risikominderung. Da sind wir uns ja einig an diesem Punkt. Das kann auch was mit Mengenminderung zu tun haben, aber Risikominderung, das ist der entscheidende Punkt. Und Notwendigkeiten zu erkennen, Risiken minimieren. Das muss im Grunde das sein, was wir tun müssen. Und Herr Hofreiter, ich empfehle Ihnen vielleicht einfach mal so einen Grundkurs beim BfR zu machen, sage ich mal. Dann werden Sie wahrscheinlich die ein oder andere Notwendigkeit an der Stelle dann auch einsehen. Und zum Schluss will ich Ihnen vielleicht noch eins verraten. Kollege Malberg, achten Sie bitte auf die Zeit. Ja, ich bin sofort fertig, Frau Präsidentin. Was der Tagesspiegel-Kommentator noch gesagt hat zu Ihren Angstkampagnen, der Artikel endet nämlich damit, jetzt muss sich nur noch die Vernunft durchsetzen. Vernünftig wäre, wie gesagt, mal einen Grundkurs zu belegen. Wir sprachen gestern über Wahrheit und Klarheit beim Lebensmittelbuch. Wahr ist, finde ich, Ihr Antrag ist unterirdisch und klar ist, auch hier im Haus wird Ihr Antrag gar nicht gebraucht. Dankeschön.
Thomas Mahlberg war das für die CDU-CSU-Fraktion. Sitzt er im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Und eine Rednerin haben wir jetzt noch zu diesem Tagesordnungspunkt. Das ist Elvira Trubinski-Weiß für die SPD-Fraktion, die verbraucherpolitische Sprecherin. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir über die Gefahren von Pestiziden und Glyphosat diskutieren, fällt zwangsläufig ja auch immer wieder der Name des Bundesinstituts für Risikobewertung. Der aktuelle Verbrauchermonitor, den das Bundesinstitut regelmäßig erstellt, hat mir dabei für die Debatte wichtige Erkenntnisse geliefert, nämlich beispielsweise, dass 65% der befragten Bürgerinnen und Bürger sich wegen des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln um die Sicherheit von Lebensmitteln sorgen. Und ihre Anzahl ist in den vergangenen Jahren nicht gesunken, sondern gestiegen. Über die Hälfte der Befragten wünscht sich, dass der Staat mehr konkrete Maßnahmen wie Verbote und Beschränkungen ergreift, um sie, nämlich die Verbraucherinnen und Verbraucher, vor gesundheitlichen Risiken zu schützen. Ich kann diese Bedenken sehr gut nachvollziehen. Pestizide befinden sich in Milch, in Brötchen und im menschlichen Urin wieder. Gesund kann das nicht sein. Der Wirkstoff Glyphosat gehört unter den Pflanzengiften inzwischen zu den bekanntesten seiner Art. Behörden auf allen Ebenen streiten sich mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus allen Ländern darüber, ob Glyphosat krebserregend, wahrscheinlich krebserregend oder gesundheitlich unbedenklich ist. Ich bin keine Wissenschaftlerin. Ich muss mich auf die fachliche Beurteilung durch Dritte verlassen. Wenn ich aber höre, dass kritische, unabhängige Studien wegen fehlender Formalitäten bei der Risikobewertung einfach ignoriert werden, dann kommen mir doch erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieser Beurteilung. Demgegenüber stehen die eindringlichen Warnungen von Experten und Expertinnen, die anmahnen, den Einsatz von Glyphosat deutlich einzuschränken bzw. zu verbieten. Nicht zuletzt durch den Streit in der Wissenschaft hat der Wirkstoff eine traurige Berühmtheit erlangt. Er wird auch weltweit am meisten genutzt. Regelmäßig erreichen uns Berichte aus Brasilien, Argentinien und Indien, wo Glyphosat in großen Mengen verspritzt wird, mit unübersehbaren Folgen für die Anwohner und für die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Feldern. Der Handel hat bereits auf diese Bilder reagiert und entsprechend den Wünschen ihrer Kunden gehandelt. Die großen Baumarktketten beispielsweise haben sich dazu entschlossen, Glyphosat nicht mehr zum Kauf anzubieten. Das gilt auch für deren Onlinehandel. Ich begrüße es außerordentlich, dass die Unternehmen in dieser Sache so verantwortungsbewusst handeln. Auch in ihrem Interesse kann es daher nur sein, wenn wir zügig eine Regelung schaffen, die für den gesamten Handel gilt. Für den privaten Gebrauch sollte Glyphosat nicht mehr frei erhältlich sein. Die SPD wird sich deshalb für ein Verbot im Bereich von Haus- und Kleingärten und auch im kommunalen Bereich einsetzen. Denn dort, wo Menschen unmittelbar mit dem Gift in Berührung kommen, ist das gesundheitliche Risiko besonders groß. Und ich bin mir sicher, dass auch Eltern nicht wollen, dass ihre Kinder auf Spielplätzen, in öffentlichen Parks und Gärten spielen, nämlich da, wo Gift dann auch angewendet wird und egal in welchen Mengen. Nach wie vor bin ich auch davon überzeugt, dass die Landwirtschaft ohne Glyphosat auskommen kann. Hier müssen wir nur die Anwendung konsequent reduzieren, Schritt für Schritt, aber mit dem Ausstieg als klares Ziel vor Augen. In der Tat können wir auf nationaler Ebene nur zu einem kleinen Teil zur Lösung beitragen, insbesondere wenn es um die Lebensmittelsicherheit geht. Doch wir sollten als gutes Beispiel vorangehen. Von unseren hohen Lebensmittelstandards haben wir bis jetzt noch immer profitiert. Herzlichen Dank.
Elvira Trubinski-Weiß war das für die SPD-Fraktion, die letzte Rednerin hier. Ja, der Pestizidverbrauch, der steigt in Deutschland. Noch nie wurden in Deutschland in der deutschen Landwirtschaft so viele Pestizide eingesetzt wie 2014. Das sagt das Bundeslandwirtschaftsministerium. Welchen Nutzen, aber auch welche Gefahr birgt dieser Einsatz? Darüber wurde ja hier debattiert in dieser Debatte. Ein grüner Antrag lag der zugrunde. Der grüne Antrag sagt, dieser Trend zu mehr Pestiziden, der müsste umgekehrt werden. Ja, über die Risiken des Pestizideinsatzes, da gehen ja, wenn Sie die Debatte verfolgt haben, nicht nur die Studien auseinander und deren Ergebnisse, sondern auch hier die Meinung im Haus. Der Antrag wird nun erst einmal in die Ausschüsse überwiesen. Die Debatte sicherlich auch passend hier zur Grünen Woche. Die weltgrößte Agrarmesse, die ist gestern Abend hier in Berlin eröffnet worden. Da ist das sicher auch Thema.